Die Kanzlerin ließ es sich gleich mal schmecken. Das Motto der diesjährigen IHM, die nächste Generation. In diesem Zusammenhang besuchte Angela Merkel unter anderem den sogenannten Keks-Kreator-Stand. Und natürlich gab es zum Probieren prompt einen frisch gebackenen Merkel-Keks. Ich war schon sehr, sehr nervös, aber völlig unberechtigt, weil Frau Merkel war sehr, sehr höflich und sehr, sehr entspannt, sehr locker. Sie hat auch gesagt, dass ihr die Kekse super geschmeckt haben und hat darauf bestanden, die Kekse auch mit nach Hause zu nehmen. Wenn die Kanzlerin erwartet wird, dann muss alles blitzblank sein. Der rote Teppich heute einmal blau. Es war eine kurze Stippvisite der Kanzlerin. 2 Stunden nahm sich Merkel in München Zeit. Der Anlass, das Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft. Eines der Hauptthemen, die verhängten Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump auf Stahl und Aluminium. Kanzlerin Merkel betrachtet das mit Sorge. Ich möchte jetzt keine martialischen Wörter in den Mund nehmen, das hilft uns ja nicht weiter. Das ist nicht gut, wenn wir jetzt zusätzliche Zölle haben. Das hat Einfluss auf die Wirtschaft und nicht nur auf ein Land, sondern wir sind überzeugt, zum Schluss ist es nachteilig für alle. Keiner wird in einem solchen Wettlauf oder würde in einem solchen Wettlauf gewinnen. Und deshalb suchen wir sehr bewusst auch nach wie vor das Gespräch. Es gibt, wie Frau Bundeskanzlerin auch angedeutet hat, auch im Regime der WTO Handlungsmöglichkeiten, die man hat. Aber dazu muss auch das bilaterale Gespräch mit USA gehören. Dazu muss auch das Gespräch zwischen EU und USA gehören. Vielleicht gelingt es uns ja doch, von den Vorteilen globalisierter Wertschöpfungsketten zu überzeugen. Vielleicht gelingt es uns ja doch, darzulegen, dass man mit dem Aufbau von Zöllen vielleicht seine Wirtschaft konservieren, sicherlich aber nicht für die Zukunft fortentwickeln kann. Die deutsche Wirtschaft sieht im neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung unterdessen Licht und Schatten. Positiv sei zum Beispiel die Stärkung der beruflichen Bildung. Kritik äußerte man in der Steuerpolitik. Hier befürchtet man Erschwernisse für Unternehmen. Wir hatten uns eigentlich einen kompletten Soli-Abbau gewünscht. Jetzt bekommen wir den am Ende der Legislaturperiode und dann auch nicht für alle. Und wenn ich sage für alle, dann sind da unsere Personenunternehmen ausgeschlossen. Und das sind eigentlich die, die in den vergangenen fast 30 Jahren ja mit am meisten bezahlt haben. Die bekommen dann keine Entlastung. Das enttäuscht uns ein wenig. Merkels Antwort, man musste eben Kompromisse eingehen. Ein bisschen Lob, ein bisschen Kritik. Die deutsche Wirtschaft hat ihre Forderungen an die neue GroKo in Berlin gestellt. Bundeskanzlerin Merkel hat sie mit nach Berlin genommen. Und für die Kanzlerin wird es in der nächsten Woche ernst, denn dann soll sie wiedergewählt werden am kommenden Mittwoch und das neue Bundeskabinett vereidigt werden. Und dann kann endlich wieder losregiert werden. Und die deutsche Wirtschaft wird das wohl kaum noch erwarten können.